Hallo und ein wunderschönes herzliches Willkommen zurück in Satisfactory mit mir, Sebi19. Den Eskalieren ist so mein Hobby, das wisst ihr inzwischen. Und ich muss ehrlich sagen, das, was ich da sehe, vom letzten Spielstand, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also ich meine, es ist nicht perfekt, aber okay, geht schon. Und ist, man sieht, dass der Plan da ist. Wie gesagt, das sind die Ausgänge für die Schrauben. Und das da ist, sind die Container für die Stangen und für die Eisenplatten. Also so ganz dumm ist das gar nicht gestaltet. Also ich glaube, das geht ganz klar. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich erstens die ganzen Strommäste platziere. Und hier dafür sorge, dass Saft entsteht. Also dass ich Saft raushole. So. Okay. Schauen wir mal, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Stangen, ach, ihr wisst schon. Ich bin ja kein Freund davon, über die ganzen Bänder zu springen, aber wie gesagt, in dem Ding hier ist das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Liegt einfach daran, weil, naja, drauf geschissen, halt. Wie gesagt, ist ein Improvisorium, das ist halt komplett egal. So, okay. Ich finde es natürlich schade, dass dass Grisu halt nicht mehr kann gerade. Aber gut, sein Job ist halt wichtig, ne? Wenn man einen Job nicht hat, dann ist auch kein Geld da und naja. Hat natürlich Priorität. Und dann mache ich das halt mit euch erstmal. Ne? Ich glaube, das ist auch kein Problem. Ich glaube, wir werden das schon irgendwie schaffen. Schaukeln wir alle zusammen. Ne? Das wird schon klappen. So. Wie gesagt, Stromversorgung ist gerade mal so das, was ich gerade versuche. So. Das ist übrigens, so baue ich übrigens noch nicht in meiner normalen Welt. So etwa schon, aber da mache ich alles über eine Eisenquelle. Hier habe ich ja jetzt drei Eisenquellen, die ich nur anzapfen kann. Deshalb nehme ich auch noch die. So. Und ich baue extra ja auch so, dass ihr das seht. Wie es dann aussehen kann, wenn man halt mit dem Spiel anfängt und so die Anfänge aussehen. Das ist wie die temporären Fabriken auch aussehen. Ja. Also, dass man nicht direkt High-End baut, oder wie ich es gerne mache, ne? Dass man auch so eine temporäre Produktion hat, wo man darauf immer zurückgreifen kann, ist nicht unbedingt unwichtig. Sage ich jetzt einfach mal. Und glaubt es mir, ihr braucht immer Material zum Bauen und so weiter und so fort. Für eure großen Produktionen auch. Also, ne, das ist alles ganz wichtig. So. Hier haben wir jetzt alles angeschlossen. Ja, gut. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Hauptleitung, dass wir den Kram unter Strom bekommen. Ist die Frage, ich weiß gar nicht, wie sehr das alles vernetzt hat. Ich muss mir das mal kurz angucken. Achso, er hat ein separates Ding für da. Okay, das ist das hier, ist die Hauptleitung. Gut. Heißt, was soll das sein? Bin ein bisschen irritiert. Warum stehen da jetzt so einzeln welche? Warum stehen hier drei einzeln? Hä? Ja, jetzt bin ich verwirrt. Na gut. Das mit der Stromversorgung gucke ich mir später nochmal an. Was damit ist. Irgendwie sieht das komisch aus. Ja, aber kümmern wir uns wie gesagt später. Das kriegen wir auch noch auf die Reihe. So. Jetzt verbinden wir erstmal unsere Stromqualitäten, genau. Wir verbinden unsere Stromqualitäten. Ja, ist klar, Sebi. So, der kann auch weg. Und der da auch. Der ist alles überflüssig. So. Verbinden wir den da. Und den mit dem. So. Ja, anscheinend haben wir jetzt schon Strom, wie es aussieht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir schon direkt Strom haben. Aber wir haben Strom. Und es sieht aus, wenn es schon läuft. Eigentlich hatte ich erst gedacht, ich muss nachfüllen. Okay, unsere Produktion läuft auf jeden Fall. So, wir können in den nächsten Schritt in der Theorie gehen. Jetzt brauche ich aber irgendwie Platz. Ich muss gucken, wo ich das hinsaue. Oh, hinsaue, genau. Bei Deutsch. Alles klar. Also, wie ihr seht, ne? Mal, was ich gesagt habe, was ich vorhatte. Hier weiß ich nicht, ob das funktioniert. Das hier? Ich weiß nicht, hier passiert gar nichts. Warum passiert hier nichts? Was ist da los? Warum passiert hier nichts? Habe ich die nicht eingestellt? Doch, eingestellt sind sie. Okay.
Ach doch, hier kommen sie. Hä? Okay. Die kommen jetzt erst. Warum auch immer die jetzt erst kommen. Aber, ja, gut, sie laufen. Okay. Hier kommen auf jeden Fall die Eisenplatten aus der ganzen Geschosse hier. Und da kommen die Stangen. Sieht man ja. Und da sind die Schrauben. Sieht man auch schon. Die sind auch schon unterwegs. Ja. Okay. Wie gesagt, nächster Schritt ist angesagt. Ich würde sogar den nächsten Schritt auf die nächste Etage packen. Um so ein bisschen was zu haben. So, und zwar müssen wir gucken, wir haben ja jetzt das hier an so ein Ding angeschlossen, das ist hier an der Seite. Es würde sich natürlich anbieten, wenn wir nach hoch bauen, also sprich den Lift hier, mit den da hinten, also der an dem Turm, seht ihr den kleinen Lift, der da hochguckt? Der hier, der? Ja, den da meine ich. Ja. Mit dem können wir jetzt nach oben bauen. Das würde ich jetzt auch gerne machen. Vorab muss ich gucken, wie ich da hochkomme. Jetzt muss ich mal schauen. Ich brauche jetzt mal drei Wände, damit ich auf die Höhe komme, wo ich hin muss. So. Und da oben setzen wir dann eine Decke drauf schon mal. So. Der geht noch einen dahin. Und der kommt wieder weg. Jetzt haben wir keine Leiter, ne? Sebi, du bist schlau. Ironie. Eieieiei. Okay. Stellen wir das mal kurz hier hin. Wir haben doch unsere Organisation die Dinger hier gebaut. Die können wir jetzt auch verwenden. So. Hopp. Hopp. Huch, hopp. Hops. Und hops. So. Die Dinger bieten sich sehr gut an. Ja, ich sag mal so. Ja. Ne? Komme ich besser dran an die Geschichte. So, jetzt werde ich hier kurz mal so eine Wand, so ein Ding hier setzen. So, ich hoffe, das klappt. Müsste aber klappen eigentlich. Aber MK2. Weil halt da viel mehr rauskommt. So. Ich würde am liebsten. Ah, dann, ich habe eine Idee, ich mache da eine Wand vor. Weil es sieht besser aus, wenn es an der Wand ist. Mit so einer Wanddurchführung. Finde ich jetzt persönlich. Jetzt komme ich da gar nicht richtig dran. So, machen wir das so. Ups. So. Ja, ich weiß, es sieht alles noch ein bisschen unorthodox aus. Aber das wird. So, jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich hier nicht gleich den zerschnippel. Also da sind drei. Hier sind drei. Ich darf nicht über diese drei hinaus. Gut. Es sollten immer drei bleiben. So. Könnte natürlich schwierig werden. Aber was kriegen wir hin? Also wir haben jetzt hier oben, die kommen die Schrauben hin. Wir brauchen auch Stangen und Platten. Die müssen wir uns natürlich auch hochholen. Nur bei den Dach muss ich jetzt kurz gucken, wie ich das anstelle. Wie machen wir das? Muss ich ja doch ein bisschen weiter ausbauen. Aber kann ich nach da ausbauen? Da war schon gar nicht so verkehrt in die Ecke Richtung. Dieser Speicher freezes. So, okay. Das heißt, wir müssen jetzt von den Dingern noch ein paar hoch. Also beide, wir setzen die hier hoch, natürlich. Bremsen, nicht so schnell. So, ja, gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu früh gesetzt. Können wir die ja direkt machen. Die ist doch ein bisschen überflüssig gewesen an der Stelle. So. Jetzt würde ich gerne noch einmal hier. Ich mache das alles hier provisorisch, damit ich drankomme an die Geschichte. So, hier können wir die normalen Dinger nehmen. Der müsste so hinkommen. So, und der auch. Zack. So. Müsste hinkommen, oder? Ich weiß nicht, ob das passt. Wartet mal. Oh, ui. So. Ach so. Oh. Ja, gut. Okay. Ich verstehe. Machen wir es anders. Wir machen das so. Halt. Stopp. Wir ziehen den dahin. Ah, kann ich eigentlich den Boden schon wegnehmen? Hier ist schon die richtige Höhe, die sie sind.
So. Zack. So. Auf jeden Fall kommen die Sachen hier oben alle auf jeden Fall an. Ja. Alle drei Ressourcen, die wir brauchen, kommen hier oben auf jeden Fall. Und jetzt können wir weiterbauen. Na gut, das Ding kann jetzt auch weg. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, hier lasse ich noch offen, damit ich hier raus kann. Ne? Oder ich baue das so, dass ich hier raus kann. Das ist eigentlich egal, oder? Ach, das ist eigentlich komplett Schnurz. Ich komme hier schon irgendwie wieder raus. So, gucken wir mal. Also, wir wollen die Manufakturen hier hinstellen. Das heißt, so das bauen, dass wir dann auch alle haben. Hier hinten müssen wir noch einen hochholen. Die hier, die Schrauben, die sind ja separat. Da kommt dann die nächste Manufaktur hinten hin. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht die falsche Stelle hier nehme. Wobei, das geht. Das geht. Das passt. So. Da noch eine. Zack, zack. So. Was ich dazu sagen sollte, ist, die Manufakturen. Ich baue jetzt jeweils nur eine. Weil bei einer Manufaktur brauchen wir richtig viel Schrauben. Und so viel Schrauben produzieren wir noch gar nicht. Also, deswegen. So. Ja, sind wir schon am Empty. Wir brauchen bald neue. So, wir haben jetzt soweit die ganzen Grunddinge hier. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie richtig verarbeitet bekommen. Ich brauche auf jeden Fall wieder neue Reinforced Plates, also verstärkte Eisenplatten. Das werde ich jetzt auch mal kurz machen gehen. Vielleicht kann es sein, dass wir das schon in der nächsten Folge machen müssen. Wenn ich auf die Uhr gucke, na, 4 Minuten. Wird schwierig. So. Also, aber erstmal. Ja, warte mal, ich nehme jetzt die Kiste, mache ich leer, damit die auch erstmal weg ist. Nicht die, die. So. Jetzt brauche ich auch Schrauben. Sind ja noch genug in der Zwischenablage. 34, nicht viel. Ah doch, ich weiß, wo ich noch welche habe. Haha, wir haben noch eine doppelte Truhe da hinten. Die können wir da auch noch benutzen. Die hatte ich ja beiseite gestellt gehabt, weil die immer wieder gestört hat. So. Jo, da ist so viel drin, das ist, ach, da wird man jahrelang glücklich. Was hat eigentlich der Griso hier reingepackt? Die Kiste kenne ich noch nicht, wer ist das? Ach so, okay. Einmal, ich verstehe. Okay. So, wir gehen jetzt mal zum Hub, bauen uns die letzten verstärkten Eisenplatten. Ja, letzten, wir brauchen ein paar mehr. Und wir brauchen auch Rotoren. Ja, Rotoren werden wir auch brauchen. Insgesamt, wartet mal, muss mal kurz schauen. Oh, wir haben das noch gar nicht freigeschaltet. Ach du Scheiße, ich kann das gar nicht bauen. Aber Rotoren kann ich trotzdem schon mal vorproduzieren. Das finde ich verkehrt, oder? Kann ich noch nicht bauen. Ne, kann ich noch nicht. Ah, ich bin schon viel zu weit, Leute. Ich baue trotzdem schon mal die hier. Die muss ich erstmal erforschen. Ach du Scheiße. Oh, aber ich habe komplett verpeilt. Die haben wir ja noch gar nicht fertig, den Meilenstein. Ach du Kacke. Sag das doch mal einer. Oh ja, hier ist es, Kinder. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wirklich nicht. Oh Mann. Bisschen crazy. Ich weiß, dass wir die verstärkten Eisenplatten brauchen für die Fabricator, die danach kommen. Also im normalen Stable heißen die ja noch Manufakturen. Aber in der Experimental mit Update 4 heißen die Fabricator. Ich weiß nicht, ob die das nochmal irgendwann ändern werden. Das ist ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt. Aber ja, wir kriegen das schon irgendwie, denke ich, auf die Reihe. Und ich muss sagen, ich habe gerade mega Fun und mega Spaß an diesen Aufnahmen. Ich bin gerade frei. Ich kann Zeit unabhängig voneinander aufnehmen. Ich muss nicht auf jede Person warten oder so. Es ist gerade echt chillig, ehrlich gesagt. War vorher eigentlich auch chillig. Nur, mir hat es dann früher mal sehr gebrannt in den Fingern, versteht ihr? Ich will aufnehmen. Und dann denke ich mir, ach scheiße, wir haben das ja so und so vereinbart. Ha, versteht ihr? Und jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich sagen, ja, wenn ich Bock habe zum Aufnehmen, dann nehme ich halt auf. Die Daten habe ich jetzt auch, oder die Safe-Data habe ich auch. Das heißt, ich muss noch nicht einmal warten, ob jemand gerade online kommt und den Server hochfährt, der um Horst zu hosten. Muss ich also auch nicht. Das ist schon irgendwie ganz geil. Finde ich cool. Ist eigentlich normal, aber ja, ich finde es irgendwie cool.
So. Okay, also. Versuchen wir erstmal unsere Dings fertig zu machen. Ich glaube, das schaffen wir schon in dieser Folge. Nee, die Folge ist auch schon wieder fertig. Hey, die Folgen gehen immer ruckzuck. Die rennen hier weg, Alter. Was ist denn hier los mit den Folgen? Eieiei, wir kommen ja gar nicht. Das geht ja ruckzuck hier gerade. Alter Schwede. Egal. Gut, ich würde sagen, dann mache ich mal kurz die kleine Abmod wieder. Also, wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, dann lasst doch ein Like da. Habt ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge? Ausgenommen die Vögel, das weiß ich, aber ich will gleich nichts ändern. dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Oder lasst es mich wissen. Und wenn ihr weitere Folgen von uns sehen wollt und auch keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Channel und aktiviert die Glocke. Damit ist es dann gewährleistet. Und wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, dann könnt ihr unserer Community sogar beitreten. Die könnt ihr beitreten, indem ihr einfach auf die Webseite geht, www.avog-online.de. Dort ist auch ein Discord verlinkt. Dort könnt ihr dann zu uns reinjoinen, könnt ihr uns mit uns quatschen und so weiter und so fort. So, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin reingehauen und haltet die Ohren steif. Ciao!